Besser spät als nie. Roman Weidenfeller ist zwar schon 33 Jahre alt, erlebt aber gerade im Kreise der Nationalmannschaft seinen zweiten Frühling. Es hat zwar lange gedauert, bis der BVB-Schlussmann seine Chance im DFB-Team erhalten hat, seit seinem Debüt vergangenen November beim 1:0 gegen England im Wembley-Stadion ist der Routinier aber nicht mehr aus der Truppe von Bundestrainer Joachim Löw wegzudenken. Durch die Verletzung von Manuel Neuer wird Weidenfeller nun auch beim Test gegen Kamerun am Sonntag das deutsche Tor hüten. Im Hinblick auf die bevorstehende WM gerät der gebürtige Pfälzer ins Schwärmen. Es kitzelt natürlich in den Fingern, weil ich sowas noch nicht erlebt habe. Und aus dem Grund bin ich auch froh, dabei sein zu dürfen, auch mit 33 Jahren nochmal dieses Erlebnis zu verspüren. Und für mich wäre es natürlich ein großer Traum, auch dann wirklich bis ganz zum Schluss dabei zu sein und eventuell wirklich hinterher die Trophäe auch in der Hand halten zu dürfen. Auch aus dem Grund gebe ich hier im Trainingslager auch jeden Tag mein Allerbestes. Und dass das so ist, können Hansi Flick und Joachim Löw nur bestätigen. Der Bundestrainer schätzt den Mann von Borussia Dortmund aber nicht nur wegen seiner sportlichen Fähigkeiten. Ich bin der Meinung, er ist ein Torhüter mit einer unglaublich guten Qualität, mit einer wahnsinnig guten Ausstrahlung, mit einer wahnsinnig guten Präsenz auf dem Platz im Training, wenn ich das mal so ein bisschen aus der Nähe dann auch verfolge, wie er im Training eben auch diese Einheiten, wie athletisch und wie reaktionsschnell er eben auch da diese Einheiten absolviert, finde ich das absolut klasse. Ich denke, er ist auch menschlich ein sehr, sehr großer Gewinn für unsere Mannschaft, weil er ein Spieler ist mit sehr viel Erfahrung, weil er einen sehr guten Einfluss auf junge Spieler hat, weil er sehr, sehr positiv ist. Wenn er irgendwie was wissen möchte, dann fragt er nach, er kommt, er ist interessiert. Und von daher und von seinen sportlichen Qualitäten bin ich absolut überzeugt. Absolut überzeugt ist auch Roman Weidenfeller, und zwar davon, dass man auch mit 33 noch brennen kann. Ganz getreu dem Motto, besser spät als nie.